Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immortals Fenyx Rising. Wir haben hier noch eine wöchentliche Aufgabe offen. Die möchte ich mal machen. Es gibt mindestens 90 Elektra, was schon mal cool ist. Ich denke mal nicht, dass ich das Gewölbe in unter 1 Minute 44 oder geschweige denn unter 2 Minuten 08 abschließe. Ich bin einfach froh, wenn ich es abschließe, dann kriege ich 90 Elektra. Und irgendwann wird was im Shop sein im Verlauf des Let's Plays. Das Ziel ist ja auch, die DLCs zu spielen. Es gibt da mittlerweile 3. Das Ziel ist es eigentlich, ein paar schöne optische Sachen zu finden, ne? So, Sonderregeln. Keine Fähigkeiten. Wirklich nicht? Okay. Na gut, also, was muss ich machen? Tränke habe ich auch nicht viele. Los, 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 los. Oh Gott. Los! Oh Gott. Oh. Wenigstens habe ich meine komplette Ausdauer. Oh shit. Komm. Erhol dich. Los! Machen wir den hier. Oh shit, es gibt ja keine Fähigkeiten. Lol. Okay. So, rein da. Hopp, 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 hopp. Unter 2 Minuten 08 packen wir, oder? Hier laufen wir mal easy durch. So. Und dann machen wir den hier. Und rauf da. So. Durchfliegen. Wunderbar. Festhalten, danke. Da war eine Lücke! Die Wichser! Diese Wichser! Müssen wir wieder von vorne anfangen oder was? Nee. Oh no! Wow! Was für Arschlöcher! Da, ja gut, jetzt schaffe ich es natürlich nicht mehr in unter 2 Minuten 08. Jetzt beende ich das einfach. Ich würde es aber nachher gerne nochmal probieren. Ja, wunderbar. Ja, okay. Ja. Das war jetzt halt gar nichts. Das war wirklich gar nichts. Ja. 2 Minuten 08. Wird schwierig bis dahin. Oh, Alter. Jetzt drehe ich ja komplett am Rad. Eieieiei, du. So, ja, jetzt kann ich nur noch schließe das Gewölbe ab erledigen. So. Ich will es aber nachher mal probieren. Ich denke, es hätte eventuell klappen können. I don't know. So, komm, halt dich bitte fest. Danke. So, da war die Lücke. Frech. Frech, direkt vor dem Checkpoint, ne? Hat's mich erwischt. Ha. Naja. Was willst du machen? Fähigkeiten habe ich tatsächlich keine. Okay, machen wir einen schönen Slalom. Wunderbar. Und dann hier. So. Und drauf. Wunderbar. Das hätte ich tatsächlich in unter 2 Minuten schaffen können, ne? Das hätte klappen können. Weil es wäre nachher nicht mehr viel gekommen. Es wäre nicht mehr viel gekommen. Okay. Also 90 Elektra habe ich auf sicher. So. Wir machen es nochmal. Ich will es nochmal probieren. Wenn ich da nicht runtergefallen wäre bei der kleinen Lücke. Wären die nicht so arschlöcher gewesen. Hätte es geklappt. Bin ich mir sicher. Also in unter 1 Minute 44 schaffe ich es nicht. Das ist klar. Das schaffe ich nicht. Nichtsdestotrotz probieren wir es nochmal. So. Oh shit. Ja, da habe ich jetzt natürlich schon Zeit verloren. Muss ich die ein bisschen wieder gut machen. Okay, kurz erholen und los. Sehr gut. Mache ich hier einen normalen Sprung. Oh Gott.
So. Ja, okay, 35 Sekunden. Es wird schwierig. Es wird auf jeden Fall schwierig. So. Und los. Ja. Und rennen. Mit Rennen bin ich wahrscheinlich schneller als mit Fliegen. Von daher. Und. Hopp. Bitte festhalten. Danke dafür. So, jetzt kommt die bekannte Lücke. Ich fliege einfach drüber. So. Ich könnte es sogar in unter einer Minute 44 schaffen. Ausdauer ist bereit. Es könnte klappen. 30 Sekunden für den Rest. Wird knapp, aber kann klappen. So. Die Ausdauer muss jetzt reichen für den Rest. Und rüber. Sehr gut. Boah, das wird verdammt knapp mit der 1,44. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Eine Sekunde! Ich hab... Oh, no! Ich mach's nochmal. Das kann doch nicht sein. Ich hätte die Ausdauertränke besser ausnutzen sollen. Ich hab doch 5 Stück. Ach, fucking hell. Scheiße. Ich mach's nochmal. Letzter Versuch. Jetzt machen wir's in unter 1,44. Komm. Entschuldigung. So, renn los. Hopp, 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 hopp. So. Ja. Oh, shit. Ein bisschen erholen tut auch gut. So, jetzt kann ich wieder rennen. Und hopp. So, hier kann ich normal laufen und die Ausdauer erholen lassen. So, und weiter geht's. Hopp, hopp. So, sehr gut. Hier werfen wir mal einen Ausdauertrank rein. Bitte durchgehen, danke. So, wunderbar. Hier fliege ich drüber. So, jetzt habe ich 45 Minuten Zeit. Ja, 45 Minuten. Ja, easy. So, hier brauche ich jetzt die Ausdauertränke. Hier werde ich sie definitiv brauchen. So, hier laufe ich mal normal durch. So, okay. Oh, shit! Okay, Ausdauertrank. So. Und noch ein Trank und dann ist es easy in unter einer Minute 44. Bam! Nochmal 50 Elektra. Geil! Das ist doch geil. Warum habe ich das nicht öfter gemacht? Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Wirklich. Das war nice. Ja. Gerne wieder bei der nächsten Herausforderung. Weil das dauert ein bisschen. Also wenn ihr das seht, dann bin ich schon wieder zu Hause und am Aufnehmen. Aber aktuell muss ich jetzt, wenn ich aufnehme, ein paar Tage warten. Bei mir ist jetzt der 27. Juni, Sonntagnachmittag. Und ich fliege morgen, sprich am 28. Juni, fliege ich nach Rumänien. Um das Europameisterschaftsspiel zwischen Schweiz und Frankreich zu gucken. Ich bin ja Schweizer. Ja? Und ja, meine Familie, also ein großer Teil meiner Familie wohnt in Bukarest, wo das Spiel stattfindet. Das heißt, ja. So, also das haben wir jetzt abgeschlossen. Also. Dann, wo haben wir den Hermes? Ey. Wie viel Elektra habe ich denn jetzt? 375. Okay, aber das ist jetzt nicht wirklich was. Oh, in 3 Stunden kommen neue Sachen. Dann kann ich... Ja, könnte ich tatsächlich nochmal gucken. So, also wir haben jetzt 9 Minuten schon verbraucht. Wir wollten zu dieser Fresko-Herausforderung. Ich denke, die können wir noch machen heute, je nachdem, wie lange die geht. Wenn es die ist, welche ich denke, dass es sie ist. Ja. Ich
Mal gucken, wie lange. Also wenn es natürlich nicht so lange geht, dann machen wir aber noch was anderes. Das ist natürlich klar. Da fackeln wir dann nicht lange. So. Aber ich glaube, ich weiß, welche Herausforderung das ist. Kann ich nicht mal rein. Sag mal, was soll das denn? Warum ist hier mein Reittier nicht verfügbar? Hallo? So. Oh. Olympische Feigen. Okay. So. Wo war denn hier schon wieder der Eingang? Oben? Ich glaube, hier muss ich hochgehen, oder? Ja. Ich glaube, das ist das, was ich von oben rein muss, oder? Oder täusche ich mich jetzt komplett? Ja. Okay, sehr gut machst du das, mein Lieber. Komme ich von hier aus rein? In die gute Stube? Ja. Oh, shit. Jetzt ist die Frage. Okay, das war schon mal gut. Hier oben brauche ich Feuer. Ach Gott, ey. Was ist das denn? Ja. Ja, bisschen Damage bekommen, aber egal. So, hier muss auch Feuer hin. Und das alles für eine fucking Fresco-Herausforderung. So. Und jetzt? Was ist, Gib mir mal die Granatäpfel. So. Was ist das hier? Kann ich das mitnehmen? Nee, aber was ist das? Willst du es kaputt machen? Nein. Hier drüben ist noch eine Axt. Kommt da was drauf, oder? Hä? Warte mal. So, da oben ist ja noch auch noch Feuer, was angezündet werden möchte. Wo ist es denn? Hallo? Gut. Ach, shit. Habe ich es verpasst? Ah, da ist eins. So. Das andere ist dann wahrscheinlich auf der anderen Seite. Hat es jetzt aufgehört zu brennen oder was? So, nee. Okay. Jetzt kann ich die Fresco-Herausforderung machen. So. Was ist die richtige Seite? Hier, ne? Genau, also. Das hier ist links unten. Das hier ist links oben. Rechts oben. Rechts unten. Oder? Also die beiden sind sicher oben. Das ist klar. Das heißt, wir müssen das hier schon mal wegnehmen. Hier nach unten packen. So. Und das hier können wir schon mal hier platzieren, weil das kommt ja eh links nach oben. Jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Ich glaube, ich muss das zuerst so machen. So. So. Dann hier. Runter. Rüber. Hoch. Nee, scheiße. Doch, das ist richtig, was ich mache. Das ist richtig, was ich mache. So. Genau. Das war... Ich habe richtig nachgedacht. So. Mein Kopf ist doch für was gut. Okay. Jetzt gib mir bitte die letzten Charons-Münzen. Für die allerletzte Heldenfähigkeit. Das gibt einen schönen Erfolg. Na, da haben wir einen depressiven griechischen Gott, ha? Okay. Dann haben wir da noch eine epische Truhe. Ich würde mal sagen, wir machen da die Markierung hin. Platzieren uns hier und dann fliegen wir einfach mal los.
in Richtung der Truhe. Wir holen jetzt noch 1, 2 Truhen und dann ist Feierabend für heute. Oh, die ganzen 300 Meter werde ich nicht durchfliegen. Ja, nee, bei weitem nicht. Aber 200 Meter konnte ich... Okay, ich konnte fast die komplette Strecke überbrücken mit dem Flug. So, also, wo ist die Truhe? Die ist hier irgendwo unten. Ja, hier, würde ich jetzt mal behaupten. So, Nummer 1 ist erledigt. Sag mal, was soll der Quatsch hier? Verbrenne durch meine Blitze. Oh, yes, baby. Oh, hi. Ey. Komm her. Ey. So, weg mit dir. Dann du, bist du der Nächste. Ja. Weg mit dem Gesindel. So, komm. Eine ordentliche Portion Blitz. Für dich. Und dann sind sie erledigt. So, jetzt muss ich hier reingehen, ha? Okay. Ach so, muss ich das machen? So. Und jetzt so. Und jetzt muss ich... Weißt du was? Ich kann das doch... Oder warte. Ich kann ja einfach durchlaufen, oder? Ah! Weg mit dem Zeugs. Oh, Pilze. Schön. Und die Truhe. Ich hätte auch mit der Heldenfähigkeit wahrscheinlich durchgehen können, aber... Ich wollte es nicht riskieren, dass ich irgendwo feststecke. So. Okay. Hier in der Nähe sollte ja noch eine Truhe sein. Und zwar die hier. Oder habe ich die auch schon? Ne, die haben wir doch nicht. Ah, zwei epische Truhen hat's noch. Direkt da nebeneinander. Ich würde mal sagen, holen wir uns. So, pack aus die Flügel. Shit, da hat's drei von den Harpien. Okay. Na dann, oh shit. Das war ein ordentlicher Schlag oder Schuss. Ja, oh schade. Das war kein One-Shot. Ey! Weich doch nicht aus. Sag mal, soll das jetzt plötzlich? Phosphor, du gehst da drauf. So. Ja, oder du gehst auf wen du willst. Ist okay. So. Da. Was haben wir hier? Oh. Okay. I like that. Ach Gott. So. So, da bin ich immun. Das ist sehr schön. Für was brauche ich das hier? Ich werf das einfach mal. Ja. Und durch. Oh, ich bin gestorben, oder was? Nee, bin ich nicht. So, abstellen den Quatsch. Und ja, die Truhe habe ich für nichts gebraucht. Das ist super. Weil, ja, neue Ausrüstung. Bestechende Weisheit. Was kann die denn? Kriege ich dann auch bestechende Weisheit? Plus 26% Schaden mit Athenas Schub. Ja, den benutze ich halt nie, ne? Außer jetzt für solche Situationen. Aber sonst... benutze ich Athenas Schub eigentlich wenig bis gar nicht. So, da haben wir auch noch eine Truhe. Die ist, ja, die ist jetzt nicht so weit weg. Würde ich mal behaupten. Können wir sicher auch wieder einen großen Teil fliegen. Ja, mitnehmen hier das Zeug. Ist das da? Geh mal runter. What is this? Da vorne... Ah, ja, das war mal eine Herausforderung. Stimmt, 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 stimmt. Aber das habe ich abgeschlossen. So, und fliegen. Was haben wir da? Ist das ein Löwe? Ne, ein Wildschwein. Oh! What? Das ist nicht kaputt gegangen, das Wildschwein. Okay. Machen wir mal so. Und hopp. Da kann man nämlich den Kopf schlecht verfehlen.
Sag mal. Ey! Böser Bär! Böser, böser, böser Bär. So. Ganz, ganz böser Bär. So, hier haben wir die nächste Truhe. Moment. Kann ich dich zähmen? Dreh dich um. Komm, komm. Das Ding guckt mich an. Ich finde das kacke, dass hier die Kamera sich selbstständig macht die ganze Zeit. Jetzt eben. Ah! Reittier gezähmt. Quicksilber. Quecksilber, Entschuldigung. So, aber ich wähle natürlich immer noch meinen Didyma aus. Aber ich habe ein neues Pferd. Ist ja, glaube ich, auch eine Herausforderung. Tiere zu zähmen. Wo ist denn jetzt die Truhe? Da unten? Oder was? Boah, da sind noch lila Adamantscherben. Wir sind, 67 Meter plötzlich wieder. Hat es eine Höhle hier irgendwo? Irgendwas? Nein? I don't get it. I don't get it. Da muss doch irgendwo was sein, oder nicht? Ja. Ich weiß es nicht, wo hier irgendwas ist. 62 Meter nach unten. Beziehungsweise hier. Genau hier unter mir. Ja, aber... Hä? What? Aber wo denn? Ich meine, es ist klar, irgendwo ist eine Höhle, aber... Oder ein Eingang, sozusagen. Hier? Das sieht mir noch nach einem Eingang aus. Zwar nicht sehr einladend, aber ist okay. Ne, ist gar nicht einladend, der Eingang hier. Aber wir machen's. Oh. Hoppala. Was ist das? Willst du das kaputt machen? Nein, das kann ich nicht. Haben wir hier oben irgendwas? Nein? Ja. Es ist, interessant. Es ist wirklich interessant. Ich meine, ich kann hier keine Wand, gar nichts kaputt machen, oder? Doch! Lol! Hier! Okay. Kann ich hier durch? Und jetzt kriege ich die Äpfel und dann kann ich so machen. Und was ist dann? Dann ist, was ist passiert? Ich weiß nicht, was passiert ist. Hä? What? Ah, da ist eine... Die Tür ist aufgegangen, aber... Aha. Jetzt kann ich hier rein und dann... Ja, was mache ich denn hier drin? Hallo? Ich könnte natürlich... So. Funktioniert, okay. Ja, und jetzt? Könnte ich damit... eventuell die Tür blockieren. Geht das? Ja. Das geht. Dann kann ich unten durchkriechen und hindurch. So. Dann geht's hier auf Tauchstation. Nee, nicht klettern. Tauchen. Danke. So, hier unten haben wir auch die Truhe.
Neue Optik. Rüstung des Schmiedemeisters. Die könnte noch nice aussehen. Wenn ich den dazu passenden Kopfteil dazu hätte, oder? Ich werde mal gucken, wie die Rüstung aussieht. Hephaistos-Rüstung. Ja, okay, nee, sie sieht nicht geil aus. Da ist die hier viel geiler. Okay, gehen wir wieder raus. Haben wir es geschafft. Wunderbar. Was machen wir als nächstes? Also wir sind jetzt wieder in den Schmiedelanden. Das ist eigentlich nicht der Plan gewesen. Wir könnten den Teil da machen. Ambrosia, Zeitrennherausforderung und Gewölbe. Das machen wir. Wir gehen zu Athenas Statue und als nächstes beenden wir den heutigen Part. Denn der ist vorbei. Ja, ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.